Ja, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute möchte ich euch den Aufbau und die Funktionsweise eines 3D-Druckers erklären. Los geht's! Bei unserem 3D-Drucker, einem Anchormake M5C, befindet sich hier oben die Halterung für die Kunststoffspule. Auf dieser Spule ist der Kunststoff als 1,75 mm dicker Faden aufgewickelt, ähnlich wie bei einem Wollknäuel. Beim Kunststoff selbst handelt es sich um PLA. Dies ist eine gängige Abkürzung und steht für Polylactid-Acid, einem thermoplastischen Kunststoff, der in unserem Drucker je nach Verarbeitung zwischen 180 und 220 Grad aufgeschmolzen wird. Dieser PLA-Faden, auch Filament genannt, wird über diese Öffnung dem 3D-Drucker zugeführt. Über einen Schlauch gelangt dieser zum Druckkopf, wo er aufgeschmolzen und in Schichten auf der Druckplatte aufgetragen wird. In diesem Gehäuse befindet sich eine Elektronik, die die Zufuhr des Filaments überwacht. Geht das Filament zu Ende oder bricht, so wird der Druckvorgang automatisch gestoppt. Zu guter Letzt haben wir noch den Rahmen und die Brücke. Auf der Brücke befindet sich der Druckkopf. Dieser kann nach rechts oder links bewegt werden. Die Brücke selbst wird durch Schneckengewinde, die sich hier im Rahmen befinden, auf- und abbewegt. Der eigentliche Druckvorgang sieht dann so aus. Bevor der eigentliche Druck losgehen kann, müssen zunächst der Druckkopf und die Druckplatte vorgeheizt werden. In unserem Fall beträgt die Temperatur der Druckplatte knapp 65 Grad, während die Temperatur des Druckkopfes knapp 220 Grad beträgt. Nachdem der Druckkopf ausgerichtet worden ist und dafür sorgt, dass der Kunststofffluss gleichmäßig ist, beginnt der Druckvorgang. Der Druckvorgang ist nun beendet und wir können unser Druckerzeugnis, in unserem Fall eine kleine Schachfigur, von der Druckplatte lösen und anschließend ist diese Form auch schon ausgehärtet und kann verwendet werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen würden. Macht's gut!